Hallo und willkommen zum neuen Video. Eigentlich ist es ja ein komplettes Spoiler-Video diesmal. Und ich freue mich wahnsinnig, euch mitteilen zu dürfen. Übrigens auch mit als einer der ersten in der ganzen YouTube-Community, dass die Osmo Action 5 bald rauskommen wird. Und es sind schon ein paar Sachen so durchgesickert zu den Spezifikationen der Kamera. Ich sage nur, wow. Ich konnte es gar nicht glauben alles, als ich das alles gelesen hatte. Die ganzen Erneuerungen, da war ich echt nur noch baff und dachte so, das war eigentlich auch mein erster Gedanke dazu. Das ist definitiv die Beerdigung von GoPro und der ganzen Action-Kamera-Konkurrenz. Der immer gut informierte und eigentlich auch sehr zuverlässige Blogger Nitz der Wem 46 hat ein paar interessante Sachen zu der neuen Osmo Action 5 geleakt. Und wenn er es leakt, dann ist das auch eigentlich so, besser gesagt, dann ist es genauso. Der gehört mit zu den zuverlässigsten und am besten informierten Blogger weltweit. Viele sagen sogar, dass er bei DJI angeblich arbeiten soll in der Entwicklung. Naheliegend wäre es ja, weil komischerweise immer bei DJI-Produkten was durchsickert von ihm und es sich dann letzten Endes immer als wahr erwiesen hatte. Gerade was seine Infos alle angeht. Also die erste Hammer-Erneuerung wäre, der Sensor soll erwartungsgemäß größer als der von der Osmo Action 4 sein. Okay, das ist jetzt nicht die Hammer-Meldung. Das war eigentlich zu erwarten, weil man es ja auch von der Pocket 3 auch gesehen hat. Aber die eigentliche Meldung daran ist, dass der Sensor jetzt besser Wärme ableiten kann mit einem neuen System, was DJI entwickelt hat, angeblich. Und es soll so ermöglichen, dass man, und jetzt haltet euch fest, 120 FPS Aufnahmen machen kann und das stundenlang, ohne dass die Kamera überhitzen soll. Sie soll nicht mal warm werden. Krass, oder? Es soll den Namen Active Cold Trust 1.0 haben. Und dieses System, was übrigens ein anderer Blogger, Nonsainada, auch geleakt hatte, jetzt die Tage mit ein paar Patentamtskizzen dazu, auch er gehört übrigens in die Kategorie höchst zuverlässig und sehr gut informiert immer in der ganzen Blogger-Szene. DJI hat das Patent wohl schon sehr lange in der Schublade und jetzt wird es endlich standardmäßig verbaut. Das ist echt der Hammer. Ich weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll. Wie funktioniert es? Es sollen angeblich zwei Sensoren in der Kamera drinnen sein, die sich irgendwie immer ständig abwechseln. Hä? Also das, ich dachte, wo ich das gelesen habe, zwei Sensoren. Wie soll das gehen? Drehen die sich dann immer im Kreis oder was? Wie läuft das? Und das soll folgendes ablaufen in der Kamera. Einer wird benutzt, der andere kühlt ab. Wenn die Erhitzung am Sensor zu groß wird, wechselt sich der Sensor und es kommt der abgekühlte wieder zum Einsatz. Irgendwie so ungefähr, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die wechseln sich immer ab, auch während der Aufnahme. Wie krass ist das denn? Und nein, die Kameragröße wird gleich bleiben angeblich. Also in einer Kamera zwei Sensoren. Okay? Aber keine Angst, eure Kamerakäfige werden weiterhin passen und die Filter bzw. die Größe der Optik ändert sich nicht und somit bleibt auch die Filtergröße gleich, laut dem Blogger Limwawam 56. Das sind echt super Neuigkeiten, vor allem für den Geldbeutel. Gut, wie teuer oder wie billig die Kamera dann letzten Endes sein wird bei zwei Sensoren, das steht natürlich auf einem anderen Blatt dann wieder. Und dann die zweite Erneuerung wird angeblich sein, und jetzt passt auf, das Active Track 5.0 wird da drin verbaut sein. Ja, wir kennen das ja von der Mavic Scene und die kostet 3.000 Euro. Okay, Active Track kennt man ja schon auch von der Pocket 3, aber in der Action-Kamera, DJI geht da echt in die Vollen und wollen die Konkurrenz wohl komplett loswerden. Also so hört sich das für mich an. Und zum Schluss dann noch eine Meldung von dem Blogger Kubwumbi54, der ja auch immer mit an Bord ist, wenn es um neue, absolut zuverlässige Leaks geht. Gerade bei und rund um Sony, von da kennt man ihn ja. Und
Und er will jetzt wohl auch anscheinend auch mitmischen in der DJI-Gemeinde, so wie es aussieht. Es soll auch eine gravierende Änderung geben an der Kamera, gerade was Nacht- bzw. schlechten Lichtverhältnissen angeht. Gut, das war ja schon immer so die Achillesferse von allen Osmo Action Kameras. Und die 4, die war ja eigentlich schon, die hat einen großen Sprung nach vorne gemacht. Sie war gut, aber immer noch nicht sehr gut. Und da hat DJI jetzt auch nochmal Hand angelegt und das nochmal verbessert. Aber ich denke, diese Änderung, die spricht, glaube ich, mehr so Taucher an. Und zwar hat die Kamera eine eingebaute LED jetzt, die so stark und hell sein wird. Also sie geht bis zu 5800 Lux, richtiges Kaltlicht. Und man sie runterfahren kann dann bis auf 3200, also Warmlicht oder Wohnzimmerlicht, wie ich es immer nenne. Das würde bedeuten, dass man selbst im Stockdunkel hervorragende Bilder und Videos noch hinbekommt. Man kann sie aber nur angeblich benutzen bis 4K 30 Frames. Alles, was drüber geht, wird nicht gehen, anscheinend wegen der Hitzeentwicklung im Zusammenspiel des doppelten Wechselsensors. Übrigens, laut Kupwumbi 54 und Nonzainada 63 wird diese Kamera die Farbe gelb haben diesmal auf dem Rec-Button und auch am Schriftzug. Wir kennen das ja, bei der 4 war es ja rot und bei der 3 war es ja so ein bisschen so orange. Und dieses Mal soll es gelb werden. Krass, oder? Also diese ganze Änderungen, die sind echt der Oberhammer. Also damit hätte ich niemals gerechnet. Krass, also ich weiß immer noch nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll. Wie hört sich das für euch an? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und leider ist alles erfunden und erlogen. Einen schönen 1. April wünsche ich euch allen. April, April. Übrigens, Nix der Vem, das ist natürlich kein Blogger, das ist serbisch und bedeutet, ich habe keinen Plan. Genauso Nonsainada ist galicisch und das bedeutet, ich weiß nichts. Lim Avum ist Mizu und bedeutet Spaß. Kupwumbi ist Shona und bedeutet April. Also in dem Sinne, Kupwumbi, Kupwumbi. Macht's gut, tschüss.